Ja, Adaification wieder hier. Und Stein, Papier, Schere, Exes, Bock hat entschieden, ich mache den Anfang. Und bei mir ist wie immer die schöne Zauberin, die von einem Mann gespielt wird. Ja, hier ist der Gecko Climber als Zauberin und wir haben wieder unseren Totenbeschwörer mit dabei, nämlich... Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Nobby und ich habe verloren bei Schere, Stein, Exes, Bock, weil keiner akzeptieren wollte, dass ich Pong Fa noch einführen wollte, was Bock besiegen würde. Aber na gut, das ist zu viel Materie. So, welches Portal ist jetzt das Richtige? Level 4. Das Adaification Portal. Und jetzt sind wir in der Hölle gelandet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh ja, hier kommt schon die Lava raus. Und rein! Ah, danke, gar nicht drüber nachdenken. Alles verprügeln, was hier lebt. Also nicht mich. Alles, was nicht lebt, jawohl. Wow. Ein sehr unwirklicher Ort hier unten. Sehr gemütlich. Wobei es passt ja mittlerweile sogar ein wenig. Nette Kadaver in der Mitte. Haben wir noch eine Sekunde? Ja. Ich muss ganz kurz hier nochmal in das Lager leeren und zwar ganz kurz an meine Truhe. Denn wer gegen Andariel kämpft, sollte, wenn er in der Truhe irgendwas hat gegen Gift, und ich habe hier extra was gegen Gift mir zurückgelegt, der sollte das jetzt anlegen, weil Andariel kämpft mit Gift. Sag bloß, du spielst mit einem Plan. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie fies von mir. Okay, ich bin wieder da. Auf geht's. So, okay, dann Attacke. Wo ist er denn? Mach erstmal kein Vieh, ja? Da hinten ist er. Oh la la, ich bin hier. So, ich bleib jetzt mal schön hinten stehen und baller mit Pfeilen drauf. Ich bin tot. Der macht einen Laubbottel. Ist offen. Wenn ich jetzt meine Leiche noch nehmen würde. Ich habe zu spät den Heiltrank genommen, sonst wäre die Sau jetzt tot. Tja, dafür ist sie jetzt gleich tot. Die hat sich erledigt. So, da ist er. Ey, wer hat mir den Leichengürtel weggesappt hier? Das Einzige, was ich auch konnte. Müssen wir jetzt machen, dass wir Land gewinnen, oder? Ja, klicken wir mal. Ich identifiziere das mal alles und dann schmeißen wir das alles zusammen. Jupp. Die böse Königin ist gefallen. Kehren Sie zu Varif zurück, das machen wir aber erst gleich. Jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Hier liegen nämlich normalerweise noch ein paar Goldschätze. Okay. Ja. Oh, schöner Thronsaal hat er da. Oder auch mal Zombies. Und was mir noch eingefallen ist, Hunde leben auch hauptsächlich auf Friedhöfen. Also, ja. Zombies doch auch, oder? Nein, Zombies gehen auch durch Städte. Guts bleiben immer auf Friedhöfen. Die graben sich unterirdisch an die Särge ran. Auch auf Autofriedhöfen? Auf. Hä? Auch auf Autofriedhöfen? Soweit mir bekannt ist, nicht. So, haben wir da hinten noch. Da was? Ist. Ich bin überladen. Schwer. Ich kann nicht noch mehr tragen. So, jetzt haben wir hier zwei Downportals. Ich warte jetzt aber mit dem Ausrüsten, bis wir im nächsten Akt sind. Ah, ich habe noch einen Verteidigung 10. Ja, den willst du bestimmt nicht haben. Helm von dir. So. Ding. Helm. Nö. Oh, alle kommen angerannt und wollen mit uns reden. Ich würde eigentlich nur identifizieren. Warte mal kurz mit dem Reden, bis wir hier einigermaßen bei sind. Ja, natürlich. So. Oh ja. Guten Tag. Nein, mit dir will ich nicht. Oh, die kommen echt alle. So, wollen wir... Wir fangen beim Kane an, oder? Also, bei mir hat jetzt gerade die Tussi angefangen. Welche? Ah, ne, der Arif ist es, der mit mir quatscht. Okay, Dann schicke ich mal auch Barif an. Jupp, mach ich auch. Die Karawane ist bereit. Wir können jetzt nach Osten, nach Lut-Golain aufbrechen. So, das war kurz und schmerzlos. Denn Deckard.
Deckard? Das ist wirklich ein grandioser Sieg. Ah ne, das war Deckard Kane, das war jetzt. Krieg ich auf Warif. Ich werde euch auf eurer Reise begleiten und unterstützen, soweit es in meiner Macht steht. Vergesst nicht, Diablo ist immer noch da draußen und sucht etwas in der Wüste. Hat hier keiner mehr was zu labern. Ich fürchte, dieser Albtraum wird erst ein Ende haben, wenn ihr gefunden habt, was er sucht. Ja, dann... Andariels Tod bringt neues Leben für uns alle. Wir beklagen den Verlust unserer geliebten Schwestern, aber wenigstens können wir jetzt unser Leben weiterleben. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr seid ein wahrer Held und ein Zeugnis für den edlen Geist, der unseren Orden seit Generationen inspiriert. Lebt wohl. So, ich habe noch die, eine Jägerin da. Die wollt auch noch mit uns reden? Endlich dürfen wir jubeln. Ja, wir stehen so tief in eurer Schuld, dass wir es nie wieder gut machen können. Wir wollen jetzt alle quatschen, glaube ich. Ich hoffe, mit der Zeit werden wir unseren Orden neu aufbauen können. Unser Dank wird euch begleiten. So. Ja, der Glücksspieler, da ist auch nichts mehr. Okay, die Chasi, will die noch was von uns? Ich würde sagen, wir reden jetzt mit dem Warif und betreten Akt 2 und machen da dann die Folge zu Ende. Ja. Sehe ich auch so. Während der Zwischensequenz halten wir einfach den Mund. Wir gucken mal, ob sie mit aufholen jetzt, wenn wir im Spiel drin sind. Wenn nicht, schneiden wir halt. Ich schätze eher weniger, aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Ja. Okay. Okay. Bei 3 klicken wir auf nach Osten gehen. Jupp. 1, 2, 3. Nach Osten, über die Berge und in die weiten Wüsten des gebrochenen Landes. Im Lauf der Tage erzählte mir mein Gefährte von sich selbst, dass er einst ein großer Krieger gewesen war und nun eine dunkle und unheimliche Last ihm schwer auf der Seele lag. Wir zogen eine Ewigkeit durch dieses lebensfeindliche Ödland. Wie lange, das weiß ich nicht. Und stets schien uns eine dunkle Wolke gerade hinter dem Horizont zu folgen. Schließlich fand die Reise ein Ende. Wir erklommen die letzte Kuppe. Dort unter uns lag unser Ziel. Das leuchtende Juwel Lut-Golein. Und dahinter das weite Meer. In jener letzten Nacht schlugen wir unser Lager auf. Vielleicht lag es am warmen Wüstenwind oder dem Geräusch des Meeres. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Aber es waren eindeutig nicht meine eigenen. Ich sah die Vision eines großen Mannes, des Magiers Talrasch. Ihr wart auch da, Tyrael. Ich entsinne mich, ich sah euch in meinem Traum. Seine Brüder hatten einen mächtigen Dämon in die Enge getrieben. Baal, Herr der Zerstörung, der in der Welt entfesselt worden war. Sie versuchten, den Dämon in einen heiligen Stein zu bannen. Doch als ihre Versuche scheiterten, opferte sich Talrasha selbstlos, den Dämon in sich aufzunehmen, als sein Gefängnis. Er wies seine Brüder an, ihn in eine Gruft einzusperren, unter dem Wüstensand vergraben, wo er für alle Ewigkeit mit dem Dämon ringen würde. Jetzt weißt du, was ich suche, Marius. Am nächsten Morgen gingen wir über den Hügel nach Lut-Golein. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner harrten. Ja, der Adaification wieder hier bei Diablo 2. Und bei mir ist, ja,
Mann, Frau, Zauberin, was auch immer. Und zwar der? Ja, hier ist der Gecko Climber. Hallo. Und wir spielen natürlich wieder nicht alleine, sondern wir haben, ja, noch einen Totenbeschwörer mit seiner Armee von Untoten dabei. Und zwar kein geringerer als... Ja, hier ist der Nobby. Und ja, ich bin ein Totenbeschwörer. Im echten Leben, wie auch im Spiel. Sehr schön. Und wir sind in Akt 2. Ja. Ja. Somit haben wir schon ein Fünftel. Zu mir, die Atma will quatschen. Ach, stimmt, ja. Eins, zwei, Klick. Es gibt keine Sorgen, die ein Krug Bier nicht heilen könnte. Drognan ist ein sehr verschlossener Mensch. Er studiert andauernd uralte Schriftrollen und so. Er wird mir immer... Die Kreatur hat ihr Lager in den Tunnels unter der Stadt. Sie hat meinen Mann und... Ich hab irgendwie das Quest nicht bekommen. Du musst bloß auf Reden und Radamens Lager... Ja, das war bei irgendwie... Moment, das Quest, ich das erwarte es Quest? Nicht von euch. Aber wenn ich ihr mir helfen wollt... Ich jetzt noch den Deckard Cain an. Okay. 3, 2, 1. Guten Abend. Achso, der redet gar nichts. Gut, dann gehen wir nach links. Und ja, da war noch jemand, der mit uns reden wollte. Ja, den haben wir so aus den Augenwinkeln gesehen. Da ist er. Komm zu mir, meine Schäfchen. Oh, der Fürst Jiren. 1, 2, los. Seid gegrüßt. Ich bin Jiren, Fürst von Lut-Golain, und heiße euch in meiner schönen Hafenstadt willkommen. Es ist gut, dass wieder Karawanen über den Westpass reisen können. Wir werden schon seit geraumer Zeit von einer bösen Macht belagert, die ich nicht identifizieren kann. Seltsam. Alles fing an, als ein dunkler Wanderer hier entlang kam und nach dem Grab von Talrasha suchte. Niemand weiß genau, wo Talrasha, der Hüter des Baal, begraben liegt. Aber es ist sicher weit draußen in der Wüste. Inzwischen munkeln viele Leute, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen und schreckliche Kreaturen im Mondschein herumschleichen. Selbst ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann. Ich habe befohlen, dass der Hafen geschlossen wird und alle Handelsschiffe vor Anker bleiben müssen, bis ich weiß, dass meine Stadt sicher ist. Atma, die Tavernenwirtin, hat eine wichtige Aufgabe für euch. Sucht sie unverzüglich auf. Ihr findet sie auf der anderen Seite der Stadt. Jetzt muss ich in den Palast zurückkehren. Verzeiht, aber ich kann euch nicht hereinbitten. Es herrscht gerade schreckliches Chaos. Ach was. Wow. Eine Jungfrau opfern. Passt schon. So, dann können wir in die Kanalisation. Wir haben zwei Möglichkeiten, da reinzugehen. Einmal unten vom Hafen und einmal oben bei dem Söldnerfährkäufer. Ich würde sagen, wir gehen oben rein. Okay. Ich geh schon mal rein. Ich warte dann auf euch. Wir haben übrigens einen neuen Söldner hier an Bord, nämlich den Al-Hisea. Und den Asap. Wir konnten leider die dritte Söldnerart noch nicht kaufen. Wir haben jetzt Kampf und Defensiv. Uns fehlt natürlich noch der Offensive. Den nimmt dann später der Gecko Climber. Aber... Oh! Da hinten ist schon direkt Party. Ich hab keine Tränke. Da fällt er. Der Heißhüpfer. Gott sei Dank. Heiltränke, vor Heiltränke. Okay. Wir sind in der Kanalisation angelangt und Radament heißt unser Ziel. Ich kämpfe im Moment mit zwei Streitkolben, für diejenigen, die sich wundern, weil ich habe keine passende Axt im Moment gefunden. Und ich habe mir gedacht, dann machen wir mal ein bisschen Abwechslung ins Monsterschnetzeln. Wie auch immer. Und hier kommt eine Menge Gegner zu, das kann ich euch versichern. Die Wüste ist, glaube ich, der längste Akt im ganzen Spiel. Ich bin mit den schönsten Akt vorhin. Der schönste Akt ist der dritte. Und der Opfer. Also ich meine jetzt nicht von dem, was ich erwarte, aber der Opfer ist ja genial. Also ich mag den zweiten am meisten. Dieses Wüstenfeeling finde ich ziemlich genial. So. Tja, ich kann da doch überhaupt nicht mitreden. Ja, mach nix. Du lernst das alles noch kennen mit Vor- und Nachteilen. Ja, ich schätze mal, ich müsste mich eigentlich mal hinstellen, müsste das ganze Spiel mal so privat mal durchzocken. Also privat im Sinne von ohne Let's Playen.
Ach nein, das kommt alles in Blind. So kommt das viel schöner rüber. Ja. Ich habe halt nur immer das Gefühl, dass ich ein bisschen wenig erzählen kann dabei. Mach nix, einfach quatschen hier. Einfach, ja, ja. Red doch über andere Sachen. Über andere Sachen. So. Erzähl mal von deiner Kräutersammlung im Garten. Oh, du willst gar nicht wissen, dass ich das alles im Garten stehen habe. Was für ein Tee hast du denn da gerade gekocht? Nicht. Welche heilenden Kräuter sind denn dort drin, die man sonst trinkt? Ich brauche Mana. Heieieiei. So. Ah, da fällt mir eine Marktlücke ein. Was haltet ihr von einem Biertee? Ein Biertee? Ja. Also ich trinke schon seit 12 Jahren keinen Alkohol mehr. Also würde ich mal behaupten, nicht viel bei mir. Aber für andere wäre es bestimmt interessant. Aber wenn es Biertee geben würde, würdest du wieder anfangen. So. Ich blockiere mich gerade ein wenig. Das wird nachher noch ziemlich übel. Ja, in der Wurmgruft wird es viel schlimmer. Ja, nicht nur da, auch in dem Ding, was über der Stadt da schwebt. Dieser geheime Zuflucht. Sag doch mal, Gecko Kleiber, was denkst du denn von der Wurmgruft? Das ist. Wo ist was? Die Wurmgruft. Ja, komm mal später noch hin. Ich hab die Wurmgruft. Ich bin dabei gestorben mit meinem Partner Dean und kam nicht mehr an meine Sachen ran. Ja, das könnte so schnell passieren. Ja, das ist reichlich unschön. Wo laufen wir eigentlich gerade lang, wenn ich mich das Die Frage sehe? Ist gut, ich weiß es nicht. Ich rauf nur irgendwie euch hinterher. Und den Weg kennen wir schon hier. Hier sind wir schon 2-mal lang gekommen mit. Ja, das kenne ich glaube ich auch noch so ein. Ah, da hinten geht's weiter. Hoffe ich doch mal. Für die, die sich wundern, wir spielen hier nicht blind, wir kennen das Spiel. Allerdings sind die Karten random. Also nicht, also ich bin der Einzige, der das Spiel nicht kennt, sagen wir es mal so. Ja. Wir brauchten halt jemanden mit einem Handicap, dem wir irgendwie die Schuld zuschieben können, wenn was schief geht. So. Und die Wahl sind dann halt auf den Gecko-Kleiber. Ja. Obwohl, so ganz stimmt das ja auch nicht. Der Hobby hat sich ja gerade nicht noch so dazu geschlichen in das Let's Play. Klammheimlich. Ja. Aber immerhin weiß ich der Erste, der hier verreckt ist. Ja, das stimmt. Aber ich bin halt Rollkämpfer, da muss ich halt leben. Wir empfehlen euch allen den letzten Part, einen der letzten Parts nochmal zu schauen. Da ist nämlich der Alleification verreckt. Er ja, 2-mal sogar. Oh, Moment, da bin ich jetzt. Das ist der zweite Eingang, glaube ich, den ich gerade gefunden habe. Aber gut. Geht's runter, perfekt. Geht tiefer. Und hier müsst ihr dann auch irgendwo einen Wegpunkt rumgammeln. Ja, wenn ich mal. Warum darf ich da nicht rein? Hallo? Nur für Kenner des Spiels. Ah, na endlich. Ich habe es gerade eben schon gedacht. Die haben mich hier ausgesperrt, die zwei. Du kommst hier nicht rein. Es könnte aber auch daran liegen, dass es leckt. Woran leckt das Spiel? Die Frage. Ah, nicht umsonst finde ich einen langen Stab. Kennst du nicht den einen Satz? Ich habe nicht das Hirn von Albert Einstein, ich habe nicht die Muskeln von Arnold Schwarzenegger, aber ich bin Lassie. Latsch mal darüber. Und einmal. Und der Satz passt perfekt eigentlich zu Diablo 2. Ja, es wird langsam ruhig. Muss man schon so sagen. Oh ja. Ich glaube eh in eine komplett andere Richtung. Wer den Weg holt, wenn der Wegpunkt gefunden wird, bitte einmal schreien. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Unterlevel der war. Schauen wir doch mal. Ich glaube, wir sind schon in dem richtigen Level. Ui! Charismatisch. Das ist überall im Sandräuber. Existenzer der Schläger. Ja, amüsiert ihr euch mal da oben, ich amüsiere mich hier oben.
weiß man, dass man nennen kann. Sag mal, wo rennst du denn wieder rum hier? Wo ich rumrenne? Keine Ahnung. Ja, das habe ich inzwischen auch gemerkt. Oh, noch mehr Skelettis. So viele Skelette. Da fühle ich mich wohl. Und nur ein einziger Barbar. Tja. Oh, hier ist ein Schrein der Kältewiderstand, des Kältewiderstandes. Kriegt ja auch so viel in der Wüste, wo es kochend heiß ist. Ja, das habe ich mir gerade eben auch gedacht. Oh, Skelettmassen. Das bringt dir höchstens was, wenn irgendwo ein Player-Killer unterwegs ist. Oh, Himmel. Fall um, du untote Sau. So denn, dann laufen wir mal nach hinten und schauen mal, ob wir dem Adamification ein bisschen unter die Arme greifen können. Also bis jetzt überlebe ich mal noch relativ gut. Auch wenn man den mit Parkrad... So, Achtung, die Kavallerie ist da. Ach, wo sind die Leichen? So viel zum Thema Leichen. Den müssen wir erst noch machen, so wie es ausschaut. Das war nicht mit dem Lobby, die leben ja noch. Da kann man ja keine Sachen machen. Der war jetzt böse, oder? Ah, so ein bisschen Nekromantik. Betonung auf Romantik. Wir haben Rammstein gesungen. Ein bisschen Wein, ein bisschen Kerzenschein. Ja, ein bisschen Kultur, das muss sein. So. Ich bin überladen. Moment, da war doch noch ein ich Kopf. Ich kann nicht noch mehr tragen. Oh, Zombie-Kopf. Verteidigung 8, Verteidigung 6. Dann nehmen wir doch die mit Verteidigung 8 und schmeißen die... Was hat der? 16? Der hat aber auch 16. Ist das interessant, wie unsere Zauberin sich immer die Zeit nimmt, hier Englisch zu lesen. Es tut mir... Moment, jetzt... verdammt, ich bin aus dem Spiel raus. So. Du bist aus dem Spiel raus. Auf die Windows-Taste gekommen, versehentlich. Bitte hierher kommen, hier ist der Wegpunkt. Von da aus können wir uns weiternehmen. Bei mir geht's jetzt irgendwie... Ich glaube, wir haben schon wieder ganz schön was auf dem Zeiger. Wir sollten vielleicht wieder zurück ins Lager. Okay. Und schneiden mal. Ja, das glaube ich auch, aber ich muss jetzt erstmal... Also alle zur Truhe, bitte. Wir sammeln uns jetzt nicht mehr ums Lagerfeuer, wir sammeln uns jetzt um unsere geheiligte Truhe. Ich guck mal, ob es schon offensiv Kräfte gibt. Ja, mach du mal. Nö. So, bitte an die Truhe. Ja, ei. Bitte an Truhe. So. Bin okay. Da. Okay. See ya, Falls. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüssi. 3, 2, 1, finito.